Überprüfe das da. Erledigt. Ich bin hier falsch. Okay. Holy. Ja. Naja, passiert. Kann nicht jeder. Passiert. Schon. Kann halt nicht jeder überleben. Verstanden. Vielen Dank. Verdammt. Worum ging es da eben? Sie haben gerade Meister Onok verloren. Er war das letzte Mitglied des sechsten Prinzips. Jetzt sind alle tot. Ihr habt mein Beileid, wenn es euch irgendwie hilft. Ihr habt Meister Onok am Leben gelassen, aber Meisterin Soro. Sie war der Liebling des Imperators, ich weiß, aber ich würde gerne glauben, dass wir irgendetwas hätten tun können. Ihr habt sie gesehen, Theron. Sie war nicht mehr zu retten. Manches ist nicht so einfach zu akzeptieren. Saresh hatte endlich ein Einsehen. Sie hat einen Teil unserer Truppen rausgeholt, bevor die Lage völlig außer Kontrolle geraten ist. Aber wir haben so viele verloren. Von Siost ganz zu schweigen. So oder so liegt das nun alles nicht mehr in meiner Hand. Technisch gesehen sollte ich nicht mal hier sein. Saresh und Meisterin Satil waren nicht erfreut darüber, als sie herausgefunden haben, dass ich ohne ihr Wissen ein geheimes Jedi-Team stationiert hatte. Ich wurde vom Dienst suspendiert. Für unbestimmte Zeit. Bald haben sie ein Einsehen und ihr seid zurück im Dienst. Keine Sorge. Hoffen wir, dass ihr recht behaltet. Als ich jünger war, hatte ich eine genaue Vorstellung davon, wer und was ich später sein wollte. Am Ende ist es zwar anders gelaufen, aber nicht unbedingt falsch. Was ich damit sagen möchte, ich gehöre zum SID und werde nicht das Handtuch werfen. Freut mich zu hören. Irgendwo da draußen treibt der Imperator immer noch sein Unwesen und Saresh wird nach Siost nicht klein beigeben. Nein, Saresh ganz sicher nicht.
Ich hätte mich früh an euch wenden sollen. Welcher Wahnsinn auch als nächstes passieren wird. Den Fehler mache ich kein zweites Mal. Möge die Macht mit euch sein. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Oh. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Euer Geld ist uns immer willkommen. Erstmal machen wir das. Beehrt uns bald wieder. Dann gucken wir mal. Jungs. Prioritätstransport. Verbesserte Kleider kaufen. So. Was gibt's noch? Modifikationsstufe 60. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Ausrüstungshändler. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. So. So. Ich glaube, für die ist der Planet noch in Ordnung. Das ist jetzt orange. Täglich, wöchentlich, wöchentlich. Ja, nee. Das sind nur die ganz mal täglichen. Ja, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich besitze keine Quest mehr. Scheiße. Ich habe die beste Rettungskapsel für Sie markiert. Ich werde natürlich zusammen mit dem Schiff untergehen. Ja, hoffentlich gehst du unter. So, ich habe jetzt noch das und das. Allianz kurz hochladen, Landefeuer aufstellen. Und Osus habe ich noch.
du das neue DLC? Mit Lana, genau. Nein, das muss ich später machen. Okay. Dann machen wir erstmal das da. Du wirst diese Nachricht. Joa. Ich spiele auch so lange mit dem Sith-Charakter, wenn du den noch besitzt, von vor anderthalb Jahren. Sith-Charakter. Oh je. Muss ich mal schauen gleich. Weil ich glaube nicht, dass du mit dem noch weiterspielen tust in den nächsten Streams. Weil ich werde mir einen neuen Sith-Charakter auf jeden Fall erstellen. Ja gut, da werde ich mir sicherlich auch einen neuen erstellen. Stufe 70 sind die! Ja, wie. Also die Aufgabe, die du hast, hast nur du wegen deinem Level 75. Weil du Money bezahlt hast. Sorge. Ob es hier noch eine Flotte ein bisschen rum, mal schauen, ob es hier noch eine Quest gibt.
gehen wir jetzt erstmal dahin. Aktion autorisiert. Schwert aber auch mal deine Kraft. Was ist das Ding allgemein für Damage macht? Schön. Gewicht wiederherstellen.
mal, ist das schon gegen die mir kämpfen? Jei. Jetzt komme ich zu dir mit dem neuen Schild. Ihr seid anders als die meisten Jedi. Das meine ich als Kompliment.
Alter! Willst du mich verarschen? Hallo? Jetzt. Ich geschlagen, ich schubse jetzt. Wasch. Wenn das. Hör mal, du hast irgendwas vor. Mich mit deiner Platte zu Ja, aber wie? Ah, ich verstehe es so. Ich verstehe das Prinzip. Ich hoffe, der lutscht mich jetzt nicht wieder ran hier. Natürlich lutscht er mich wieder ran! Klatscher-Elender, ey. Alter, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Alter, ich bin doch kein Ping-Pong-Ball. Natürlich, Shop-Dings mich. Alter! So schnell steht jemand. Ich bin hier ein dummer Ping-Pong-Ball. Was soll denn das? Ja, natürlich rutscht mich kurz bevor ich das Ding eingegangen habe. Alter! Ich will einfach nur diese scheiß Kugel da reinmachen, auf mich mal anzulutschen. Alter, fick die Henne hier! Ja, natürlich, weil ich mich ranlutschen kann, ich kein Damage so oft machen. Willst du mich verarschen? Muss ich jetzt so laut sein? Was hast du jetzt davon? Arschloch! Ja,
natürlich der Schutzschild. Na, wer von euch lutscht mich jetzt ran? War klar! Jetzt sind bei den letzten 3% unter sich schon schön. Ich muss so dran, Arsch. Was jetzt? Ohne deine Freunde bist du ein Lobo. Was ist jetzt davon? Arsch. Benutze stellt bei dir und deinen Gefährten 11.000 bis 13.000 Gesundheit wieder her. Nehme ich mit. Klingt kurz auf Klo. Commander, willkommen zurück auf Iokat. Ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Wie ist die Lage? Der Krieg wird von Minute zu Minute heftiger. Ihr habt uns nicht gesagt, dass ihr Gesellschaft habt. Unsere schießwütigen Freunde haben diese Attentäter geschickt, also habe ich sie gefangen genommen. Ich sagte bereits, dass ich keine Attentäterin bin. Ich bin hier, um eine Nachricht der Republik zu überbringen. Und ihr seid?
Captain Ilara Dawn. Es ist eine Ehre, euch endlich zu treffen, Jedi. Ich muss mich für Captain Dawn entschuldigen. Ihre Versuche, bei euch auf die republikanische Tränendrüse zu drücken, sind beschämend. Wer seid ihr? Major Quinn, Berater der Kaiserin und treuer Diener des Sith-Imperiums. Wie Captain Dawn überbringe ich eine Nachricht. Oberbefehlshaber Malcolm möchte euch sprechen. Unter vier Augen. Kaiserin Asina wünscht dies auch. Aber im Gegensatz zu Malcolm hat sie nichts gegen eine Gruppenkonferenz. Stellt eine Verbindung zu euren Anführern her. Zu beiden. Es ist an der Zeit, dass wir dieses Problem vom Tisch schaffen. Sofort. Danke, dass ihr dem Imperium diese Ehre zuteilwerden lasst, Commander. Die Republik freut sich, euch und meinen Sohn auf Ioka zu sehen. Haltet mich da raus, Malcolm. Es reicht. Oberbefehlshaber Malcolm, Kaiserin Asina. Eure Armeen haben einen Krieg um eine Superwaffe mit unermesslicher Kraft entfacht. Warum würdet ihr es riskieren, alles wegen einer einzigen Waffe zu verlieren? Ich übernehme die volle Verantwortung für die Taten der Republik, aber ich werde mich nicht entschuldigen. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist kein Geheimnis, dass das ewige Imperium die Republik beinahe ausgelöscht hat. Wir haben Schwierigkeiten beim Wiederaufbau und können uns kaum beschützen. Die Superwaffe auf Iokard ist der Schlüssel zum Überleben der Republik. Und ich soll verdammt sein, wenn ich zusehe, wie sie in die verräterischen Hände des Imperiums fällt. Ich bin nicht hier, um mich beleidigen zu lassen. Auf was wollt ihr hinaus, Malcolm? Ihr habt einst auf seinem eigenen Grund und Boden gegen den Sith-Imperator gekämpft. Und jetzt löscht ihr sein Vermächtnis aus. Verbündet euch mit der Republik. Helft uns, das Imperium zu besiegen. Und wir teilen uns den Zugang zur Superwaffe und ganz Iokard. Malcolm ist euer Vater, Theron. Was haltet ihr von seinem Angebot? Bezüglich der Republik hat er recht. Valen hat sie beinahe ausgelöscht. Sie brauchen das. Das Imperium hat auch gelitten. Wir allein haben euch in eurem Kampf gegen Valen unterstützt. Und dafür haben wir bezahlt. Einen hohen Preis. Jetzt will die Republik den Todesstoß versetzen. Ihr habt euch bereits einmal von ihrer Korrumpierung losgesagt. Jetzt könnt ihr reinen Tisch machen. Helft uns, die republikanische Bedrohung zu vernichten. Sobald sie gestürzt wurde, können unsere Imperien Iokards Beute unter sich aufteilen. Ach Gott, jetzt muss ich mich ernsthaft entscheiden. Warum sollte ich mich überhaupt verbünden, wenn ich mir die Superwaffe auch einfach alleine holen kann? Iokard ist extrem gefährlich. So stark wir auch sind, wir überleben hier keine Woche, wenn wir gegen beide Armeen um die Vorherrschaft kämpfen müssen. Besonders dann nicht, wenn die ewige Flotte weiterhin festsitzt. Wir können große Dinge erreichen, aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Auf euer Wort hin werden sich meine Streitkräfte eurer Offensive anschließen. Es ist eure Entscheidung, Commander. Mit wem verbünden wir uns? Scheißentscheidung. Wenn ich Sith bin, verbinde ich mich mit dem Sith. Jetzt machen wir es mit dem. Wir werden uns mit der Republik verbünden. Freut mich zu hören. Ein Jedi, der der Republik zu Hilfe eilt. Wie vorhersehbar. Major Quinn, ihr habt eure Befehle. Für das Imperium. Er ist entkommen. Wir kümmern uns später um ihn. Commander, das Imperium hat einen Präventivschlag gestartet. Schlagt mit allem zurück, was ihr habt. Wir sind unterwegs. Lana, Captain Dawn, verteidigt diese Basis, während wir das Imperium aufhalten. Möge die Macht uns allen dienen. Nee, mit der muss ich nicht quatschen. Rennen zur republikanischen Basis. Werde ich ja müssen, ne?
Oh, da kann man landen. Okay. Die Füße, ey. Komme ich da hinten raus? Da will ich nicht hin. Da gibt es, was ist denn das? Gegenstandsmodifikation. Schön, dass mir das in Schwang gezeigt wird. Ich muss da hin. Also muss ich doch da raus. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Jedi-Krieger, Jedi-Krieger, Jedi-Meister. Ich kämpfe da drin und ihr pümmelt die ganze Zeit hier draußen rum. Ich glaub, mich hat's. Mann, Mann, Mann. Die Imperialen glauben, dass sie die Oberhand haben. Zeigt ihnen, was es bedeutet, sich mit der Republik anzulegen und der ewigen Allianz. Ruhe. Wieso ist die alte Hops gegangen? Ey, die ist so dumm, die ist in der Bombe gerannt. Die eigentlich für die Gegner bestimmt war. Geil. Kämpft ihr? LOL. Jetzt kämpft ihr auf einmal. Cool. Jetzt kann ich schon wieder mitkämpfen. Jetzt rennen die weg. Warte mal, die zwei sind tot. LOL! Das mache ich jetzt immer so. Weglaufen, zuschauen oder wie?
Ja, ich lock die hier zu den Jedi-NPCs und die klatschen die alle dann weg. Oh, geil. Ich die einen jetzt ernsthaft wiederbeleben? Knappe Sache. Ja, knappe Sache. Du bist tot. Ey, wehe, du rennst jetzt wieder in die Bombe rein. Wieder down. Tschüss. Hallo? Bewegst du dich mal? Ja, willst du mich verarschen? Was soll denn das? Wieso sterb ich? Hä? Damage machen denn die Hunde? Wenn ich hier selber reinrenne, passiert nichts, okay. Mit. Ich gehe übrigens gleich wieder da holen. So, Jedis, kämpft! Natürlich auch. Kira, wo bist du? Hinten. Komm, Kira, komm zwischen meine Beine, komm. Oh mein Gott. Was ist das? Der Kira erzählen, ey. Danke für die Hilfe. Ach du Scheiße. Alle Einheiten! Feuer auf die imperiale Vorhut konzentrieren! Darfst du Kim erzählen, was ich hier mache, ey? Imperialer Artillerieangriff! In Deckung!
auffrischen. Akios kriegt den Down. Ich auch. Schikowski. Waffe, schieß auf die! Ja, natürlich dort. Ach komm. Warum habt ihr den immer noch nicht umgemietet? Die Imperialen sind stark, aber unsere Verteidigung ist stärker. Ja, oh, nö, warte mal, ich hab Kira noch nicht belebt. Komm auf! Hier, Jedi, komm mal her! Komm mal ganz schnell her! Kämpf gegen die! Was? Da kommen sie! Au. 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 Nö, hör mal auf. Hör mal auf, ich bin gleich tot. Hör mal auf! Doch, da sind schon mal 2 von 3 gestorben. So, die gekillt hast, spawnen die doch nach. Nee, nee, hier spawnt nichts nach. Außerdem, ich kill die nicht. Das machen die anderen Jedis und Soldaten hier. Ich lieg hier gerade tot da und warte, dass ich mich wiederbeleben kann. Ich hab das System ausgedribbelt. Meine Verbündeten, die Jedis hier, die klatschen die und ich loote die dann einfach bloß noch. Das ist voll cool. Hier steht auf Heilo und macht trotzdem übelst Damage, die Typen. Kannst du dir mal erzählen? Siege den imperialen Kampfleuer, willst du mich verarschen? Ja, ich muss erstmal durch 10.000 Gegner durch. Kann ich die nicht irgendwie zu mir locken? Ohne dass ich dahin renne? Kira? Schaden. Kann ich? Mach mal was, Kira. Geh doch mal dahin. Ah, so geht das. Deckung. Ja, kommt zurück, Kira, genau. So, und ihr da unten kämpft jetzt. Die machen das so richtig, Dullis. Ja.
voll chillig so. Ich mach einfach gar nichts. Kiro spielt Lockvogel. Ich warte ab, bis die down sind und loote. Geil. Warum hab ich das nicht früher schon so gemacht? Das funktioniert ja doch nur eigentlich bedingt, weil die folgen dir ja nicht unendlich. Kira angreifen? Kira zurück? Ich gebe euch Deckung. Na dann kämpft mal. Ist nur noch der Sith am Leben. Ich kann mich kaum bewegen. Doch, du Kira. Ist tot. Knappe Sache. Okay, das ist der Kampfläufer. 750.000 Life. Klopfst du lange drauf rum? Keine Sorge. Naja, warte mal. Ich habe hier Kollegen, wenn ich den ein Stück zu mir locke. Dann machen die hoffentlich mit. Ich gebe euch Deckung. Alter, der macht 6000 Damage. Jo, die kloppen alle mit drauf. Easy. Finde Yas und Malcolm. Mal schauen. Was sind denn das für dumme Steine, die ich hier einsammle? Gegenstand Stufe 8, eine Ansammlung von Lokalkristallen. Öffne per rechts. Okay. Helm der Effizienz von Saurus. Auch wenn das Ding ein bisschen besser ist als meiner. Das wird dem imperialen Abschaum eine Lehre sein. Es ist mir eine Ehre, Commander. Ich bin froh, dass ihr wieder für die Republik kämpft. Theron, ihr seht gut aus, mein Sohn. Das Kämpfen bekommt euch.
Plaudereien bringen uns nicht weiter. Wie ist die Lage? Unsere Basis ist gesichert und die Elite des Imperiums rennt zu ihrer Kaiserin zurück. Nicht schlecht für unseren ersten Kampf als Verbündete. Asina ist geschwächt. Wenn wir jetzt zuschlagen, bleibt ihr keine Zeit, sich zu erholen. Eine solide Strategie. So wie ich die Kaiserin kenne, plant sie bereits ihre nächste Offensive. Wir haben schwere Verluste erlitten. Die Überlebenden erwarten euren Befehl. Malcolm und seine neuen Verbündeten kosten jetzt bestimmt ihren vermeintlichen Sieg aus. Ihr habt das psychologische Profil des Allianzkommandanten erstellt. Wie lautet eure Empfehlung? Er ist ein kampfgestellter Streiter, umgeben von Verbündeten und unterstützt durch die ewige Flotte. Nur ein unerwarteter Angriff kann seine Rüstung durchdringen. Dann wollen wir eine passende Überraschung vorbereiten. Versammelt eure besten Techniker und ruft die Truppen zusammen. Ich komme nach Iokat. Womit haben wir es zu tun? Die Imperialen haben sich in ihrer Basis eingegraben. Ihre Verteidigung ist stark, aber sie sind nicht auf eine längere Offensive vorbereitet. Mit unseren beiden Armeen können wir Asinas Basis belagern und ihre Kriegsbemühungen ersticken. Warum sollten wir sie langsam erwürgen, wenn wir ihnen stattdessen die Kehle zerschmettern können? Um das durchzuziehen, bräuchten wir die ewige Flotte. Und die ist immer noch inaktiv. Wie wäre es, wenn wir uns mit Iokat-Waffen ausrüsten? Meine Späher haben in der Nähe ein Lager gefunden. Die Fabrik wird von Droiden schwer bewacht. Aber wenn wir es schaffen, da reinzukommen und uns die Munition zu holen, haben wir genug Feuerkraft, um die imperiale Basis zu zerstören. Hinterhalt hin oder her. Ihr hättet die Fabrik schon eher erwähnen können. Ihr habt gehofft, sie für euch selbst beanspruchen zu können, oder? Absolut nicht. Die Fabrik war ein sekundäres Ziel. Sie war keiner Erwähnung wert. Bis jetzt. Keine Geheimnisse mehr. Verstanden? Verstanden. Sprecht euch mit Lana ab und bereitet den Angriff auf die Basis vor. Theron und ich holen uns die Waffenfabrik. Was denn dem? Keine Ahnung, ich hab Langeweile. Du? Yo! Ist ja wenigstens noch genügend Sachen, die man machen könnte. Yo! No! Lucky, lucky, kaki, kaki. Stöber-Schwarm-Druide. So nenne ich mein nächstes Kind, wenn ich meins habe. Schwerer stiller Schwarm-Druide? Jo. Guck, ob die was drauf haben. Hui. Ja, wieder taufrisch. Ah.
waren die Sith vorhin ein bisschen stärker. Ja, aber klar, dass du mich siehst. Wasch! Sag mal, bin ich überhaupt richtig? Jetzt bin ich richtig. Das. Was will ich haben? Teleporter? Geil. Boah, sowas will ich hier haben. Eh mal drauf treten, schwupp bist du auf dem Klo. Ich renne schon wieder falsch, kann das sein? Ja. Nein, das war ein Fehler. Nein, das auch nicht, das da. Zur Energieversorgung von Lokaltechnologie auf Lokaf erhältlich. Aha. So, aber bevor ich hier weiterfahre, ich mache eine kurze Pause.